Hallo ihr Lieben, trotz meines Kürzertretens kriegt ihr diese Woche, glaube ich, drei Videos von mir, weil ich einfach noch Rezi-Exemplare habe, die ich abdrehen möchte. Und ja, auch heute geht es um ein Rezi-Exemplar und zwar geht es heute um Diamonds for Love, entflammte Sehnsucht von Leila Hagen. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Diamonds for Love, entflammte Sehnsucht ist der dritte Teil dieser Reihe und ich habe mich so gefreut, als dieses Buch hier ankam. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag, dass ich dieses Buch bekommen habe. Ich habe mich mega gefreut. Ich bin hier im Dreieck gesprungen, ich habe hier rumgeschrien und ich habe das Buch an dem Tag natürlich auch noch gleich angefangen zu lesen, wo es ankam und war am nächsten Tag dann auch fertig. Denn ich liebe, liebe, liebe diese Bücher und ich liebe diese Familie. Ich finde das einfach alles so unglaublich gut. Diese ganze Reihe ist einfach nur mega toll. Also ich kann euch diese Bücher wirklich nur empfehlen. Lest sie. Der erste Teil, der hat mich damals so überrascht. Ich hatte was komplett anderes erwartet als das, was es war. Und das, was man bekommt bei diesen Büchern, ist einfach so toll. Man bekommt eine wahnsinnig tolle Familie, die zusammenhält, die Schwierigkeiten zusammen überwindet. Schwierigkeiten, die jetzt nicht so unrealistisch sind auch, ne? Also ihr kennt das sicherlich aus manchen Büchern, wenn man dann so denkt, so ja, niemals im Leben, ist klar, aber es ist ein Buch. Aber so geht es einem hier halt nicht, sondern das sind ganz normale Probleme, die hier bewältigen müssen und das finde ich einfach so toll, weil das einfach alles so schön normal ist. Klar, diese Bücher sind kitschig und auch schmalzig und auch ein bisschen übertrieben, aber es könnte tatsächlich irgendwie so eine Familie geben irgendwo auf der Welt, die so sind. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist jetzt nicht total abgehoben, das mag ich total. Im dritten Teil jetzt, in Entflammte Sehnsucht, geht es um Pippa. Und Pippa ist die älteste der Schwestern. Also diese Familie hat ja insgesamt 9 Kinder. Und vor Pippa gab es noch Sebastian und Logan. Um die beiden ging es in den ersten beiden Teilen. Und Pippa ist, wie gesagt, die älteste von den Mädels. Und um sie geht es jetzt im dritten Teil. Und man hat in den ersten beiden Teilen schon mitbekommen, was bei Pippa so los ist. Und man weiß, dass sie gerade mitten in einer fiesen Scheidung steckt. Und dass aufgrund dieser Scheidung und was da alles so noch drumherum passiert ist, sie auch sehr, sehr verletzt ist. Und man weiß halt, dass sie eigentlich auch nicht alleine sein möchte, es aber auch noch nicht wirklich so schafft, wieder sich neu zu daten und zu verabreden. Denn was dieser Typ ihr noch Ehemann quasi getan hat, hat halt auch wirklich in ihr Selbstbewusstsein ein riesiges Loch gerissen. Und sie ist jetzt auch halt aufgrund dessen total unsicher. Und sie weiß halt auch nicht so richtig, meint die Männer ehrlich mit ihr. Sie ist da wirklich aufgrund dieser Vergangenheit sehr, sehr unsicher, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Also ich verstehe, warum sie so ist, wie sie ist. Ich verstehe, warum sie so reagiert, wie sie reagiert. Das ist für mich einfach absolut nachvollziehbar. Und ja, deswegen hat sie eigentlich auch keinen Bock so richtig auf Dates im Moment, obwohl sie eigentlich auch sehr, sehr einsam ist und gerne eine Beziehung hätte. Sie hätte auch gerne eine eigene Familie und Kinder, aber naja, das hat sie halt erstmal vorläufig auf Eis gelegt und ganz weit weg davon geschoben und möchte eigentlich ihre Schwestern und Brüder verkuppeln. Und ja, Pippa lernt dann auf einer Hochzeit Eric Callahan kennen. Und Eric ist einer der Geschäftspartner von der Firma auch. Er hat mit ihrem Bruder Max zusammen studiert und die beiden kennen sich halt auch so ganz gut. Und Eric ist Witwer und hat eine kleine Tochter, die ist 12 Jahre alt, sie heißt Julie. Und ja, Eric möchte eigentlich auch keine neue Beziehung und er möchte eigentlich voll und ganz nur für Julie da sein, denn der Verlust von ihrer Mutter hat sie halt damals sehr, sehr schwer getroffen. Das Ganze ist jetzt aber schon 5 Jahre her und er möchte aber halt nicht, dass Julie durch eine neue Frau denkt, dass sie jetzt halt nicht mehr so der wichtigste Mensch in seinem Leben ist. Und auch das sind so Gedankengänge, die ich wirklich gut verstehen konnte. Und ja, auf jeden Fall treffen die beiden dann auf diese Hochzeit aufeinander und Julie möchte Pippa unbedingt kennenlernen, denn Julie möchte auch Schmuckdesignerin werden, so wie Pippa eine ist und sie ist halt quasi ihr Idol und Eric stellt die beiden dann einander vor und Julie ist total glücklich und Pippa lädt dann Julie ein quasi in den nächsten 14 Tagen, es sind Sommerferien, dass sie im Büro vorbeikommt und sie ihr so ein paar Kniffs und Tricks zeigt, was die Schmuckherstellung betrifft und was halt alles so da dazugehört und Julie ist natürlich hellauf begeistert und freut sich dann natürlich schon wahnsinnig drauf und Eric hat da so ein bisschen eine zwiegespaltene Meinung zu, weil er kennt Pippa ja nun nicht wirklich und sein Kind einer Fremden anvertrauen, naja, Eltern da draußen werden wissen, wie man sich da fühlt und ich konnte das aber auch wirklich super nachvollziehen, aber er gibt schlussendlich nach, denn wie gesagt, er ist ja mit Max befreundet und er weiß, dass die Familie wirklich gute Leute sind und so darf Julie dann halt in den nächsten 14 Tagen mit zu Pippa ins Büro und dort ein paar Stunden verbringen und dadurch begegnen sich Pippa und Eric immer wieder und beide stellen sehr, sehr schnell fest, dass da etwas ist zwischen ihnen. Was ich in diesem Buch auch wirklich cool finde, ist, dass man von Anfang an weiß, dass zwischen diesen beiden so quasi dieses Damoklesschwert über ihnen hängt, denn die Zeit von Eric in San Francisco ist begrenzt und er wird nach den Sommerferien zurück nach Boston
Kosten gehen und damit aus Pippas Leben wieder verschwinden. Und ob die beiden ihre Probleme und Schwierigkeiten überwinden werden und eine Chance haben können und ob Julie Pippa als neue Frau an Erics Seite natürlich auch akzeptieren würde. Das ist es so, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und ich kann nur sagen, wahnsinnig tolle Handlung, wahnsinnig tolle Umsetzung dieser Handlung. Ich kann nur sagen, mir hat die Handlung mega gut gefallen. Ich fand das ganz, ganz toll. Ich fand es auch gut, was am Ende passiert ist. Ich fand diese Familie wieder einfach so toll. Also die Charaktere waren der Oberhammer wieder. Ich liebe Pippa. Pippa ist ein so herzensguter Mensch. Und auch Eric hat so super in diese Geschichte gepasst, von seinem ganzen Charakter her, von seinem ganzen Auftreten her. Und es war einfach richtig toll, das zu lesen. Wahnsinnig tolle Nebencharaktere wieder, natürlich, ne, die ganze Familie und alles. Und ja, ich fand es einfach wieder großartig. Das Setting San Francisco hat mir auch wieder wahnsinnig gut gefallen. Ich finde, San Francisco ist eine richtig coole Stadt, wo man auch wirklich viel draus machen kann. Und das macht die Autorin auch. Auch was den Schreibstil von Leila Hagen betrifft, kann ich nur sagen, dass er mir wieder richtig gut gefallen hat. Sie hat wirklich so einen ganz einfachen, lockeren, leichten Schreibstil, wo man super in Geschichten eintauchen kann. Wo ich dieses Buch gelesen habe oder auch wo ich die ersten beiden Bücher gelesen habe, ich war komplett out of space. Also ich war komplett in den Büchern drin, ich war komplett in der Geschichte drin, ich war komplett weg, ich war komplett raus. Und sowas liebe ich ja, ne? Sowas finde ich ganz, ganz toll und es ist einfach so schön gewesen, das wieder zu lesen. Und ich liebe, liebe, liebe diese Reihe. Und ja, ich kann nicht, was das betrifft, Diamonds for Love, Entflammte Sehnsucht auf jeden Fall nur empfehlen. Man kann diese Bücher auch definitiv unabhängig voneinander lesen. Es empfiehlt sich natürlich, so eine Reihe immer der Reihenfolge nach zu lesen, weil es sonst sein kann, dass man nicht so leicht in diese ganze Familienthematik reinkommt. Weil diese Familie ist ja schon sehr, sehr groß. Und wenn man jetzt im dritten Teil, sag ich mal, mit Pippa einsteigt, weiß man natürlich nicht, was es mit Sebastian und Logan und der ihren Frauen so auf sich hat. Und man kennt die ganzen Hintergründe nicht so. Und ich finde, man bekommt im ersten Teil so eine richtig gute Einführung in die Geschichte und auch in diese Familie. Und man lernt die alle so peu à peu kennen. Und ich finde das halt bei solchen Reihen auch generell schwierig, dann halt so mittendrin einzusteigen, weil man so die ganzen Hintergründe nicht so versteht, wie wenn man es von Anfang an liest. Aber man kann sie rein theoretisch unabhängig voneinander lesen. Das wollte ich an dieser Stelle einfach nochmal sagen. Und ja, wie gesagt, tolle Geschichte, tolle Handlung, tolle Charaktere. Ich liebe, liebe, liebe diese Reihe und ich freue mich jetzt schon so auf den vierten Teil. Und im vierten Teil geht es dann um einen von den Zwillingen. Also es gibt zwei Zwillingspaare in dieser Familie. Einmal Blake und Daniel, das sind die Party Bennets. Und dann gibt es noch Christopher und Max, das sind die ernsthaften Bennets. Und um Max geht es jetzt im vierten Teil und da freue ich mich schon sehr drauf und bin gespannt, was der vierte Teil für uns bereithält. Und wie gesagt, ich liebe diese Bücher, ich liebe diese Reihe, ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Lest sie, es ist so, so toll und mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut.